Brabak. Bin nicht begeistert. Er ist kein Nekromant. Er hat wohl die Grundausbildung genossen, aber er hat kein Interesse an der Nekromantie. Sein Interesse an den Dämonen ist allerdings groß. Er ist wissbegierig. Wie fast alle Magier, die ich kennengelernt habe. Es liegt ein Unterschied zwischen dem Begehren zu wissen und der Handhabung von Dämonen und ihrem Wissen. Dies sollte euch klar sein. Ich weiß, dass man in eurer Heimat ein anderes Verhältnis zur Dämonologie hat. In meiner Heimat betrachtet man Dämonen als gefährliche, aber nützliche Werkzeuge. Werkzeuge aus der siebten Sphäre. Mhm. Es sind keine Werkzeuge. Es sind Dämonen. Nicht mehr, nicht weniger. Es widerstrebt der Schöpfung selbst. Widerstrebt Sumus innerstem Wesenskern. Nun, aber genau damit haben wir es zu tun. Wir treffen immer wieder auf Dämonen und wir müssen irgendwie mit ihnen klarkommen. Und dabei könnte uns ein Experte sicherlich vom größten Nutzen sein. Herr Zulamin, wenn ihr eure Hand dafür ins Feuer legt, können wir ihn ja kennenlernen. Aber wenn ich merke, dass er irgendeine Totenruhe stört, setze ich ihm ein Ende. Ich denke, der Schlüssel hier ist klare Kommunikation. Sagt ihm, was ihr von ihm erwartet und was für euch akzeptabel ist und was nicht. Und ich denke, dann können beide Seiten sehen, ob sie sich auf diese Sache einlassen können. Nun gut, ein Gespräch mit ihm können wir ja wohl führen. In dem Brief steht, dass er sich wohl mit Abelmir treffen wollte. Oder, nun ja, mit uns allen. Lass uns vielleicht erst einmal hören, was sein Anliegen ist. Vielleicht überbringt er auch nur eine Nachricht und ist dann wieder fort. Wo wollen wir ihn treffen? Er befindet sich offenbar in Sinoda. Hier steht nicht wo. Aber vielleicht müssen nicht wir ihn finden, sondern er findet uns. Wir haben immerhin ein recht markantes Schiff. Aber ich werde mich einmal umhören, ob nun jemand einen Schwarzmagier hier gesehen hat. Wir könnten doch auch einfach den Klatsch fragen. Es sollte nicht allzu schwer sein, in Sinoda einen Schwarzmagier zu finden. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht mittlerweile mit den maraskanischen Gebräuchen gut genug auskennen. Ja, ich bin nicht sicher. Also in Reiserobe sehen ja irgendwie alle Magier gleich aus. Aber du hast recht, Boltax. Der Klatsch wird es trotzdem wissen. Pass auf, bevor du gleich Serpentidigi kriegst. Dann, Boltax, wollen wir zusammen losgehen und unser Glück versuchen? Nun, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Möglichkeit, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Gut. Ja, dann würden wir uns auf den Weg machen. Rafim derweil verheilt seine Wunden auf dem Sofa. Ja, bis er sich erstmal wieder heben kann, wird das vermutlich ein bisschen dauern. Okay. So gehen Zulamin und Boltax vom Schiff. Ja, ihr geht am Strand etwas entlang, befestigte Mauern, die vor euch liegen, einige kleine von diesen Würfelhütten, die doch so sehr anders aussehen als die restlichen Gebäude, einige doch hohe Türmchen, die dazwischen ragen und ganz so anders aussehen. Und wenn ihr dann euch an die ersten paar Händler wendet, die entweder von unten am Strand verkaufen oder aber durch Fenster hindurch,
werdet ihr relativ schnell auf einen Fremdling angesprochen, wenn ihr nach ihm fragt. Man weiß natürlich, wo er ist. Bei den anderen Fremdlings in der Schenke Südwind. Na, das ging doch sehr einfach. Ah, und dass Yuniji gestern mit der guten Marieshi-Yeshi abgezogen ist. Uiuiui, das wird noch pikant. Sulamin, ich sag es dir. Hast du das schon gehört? Nein, das habe ich nicht gehört. Kennst du diese Leute alle, Boltax? Natürlich nicht. Aber, nun, Klatsch kennt sie und der Klatsch kennt uns und so ist alles mit allem verbunden. Und wenn wir jetzt zwei Straßen weitergehen, werden wir gewiss schon die Fortsetzung erfahren, ja? Oh ja, bestimmt. Aber nun, schwarzer Stab, rote Kugel, grauer Bart, klingt auf jeden Fall richtig. Ein bisschen, ja. Ich denke, wir sollten zurück zum Schiff und den anderen mitteilen, wo wir hin müssen. Insbesondere Abelmir wird sicherlich daran interessiert sein, ebenfalls beim Gespräch dabei zu sein. Ja, vielleicht möchte er auch nicht als Bittsteller kommen, sondern lieber einen Boten schicken. Nun, ja, wie auch immer. Mir ist das egal. Dann gehen wir zurück und informieren Abelmir und Rafim. Ah, Boltax, da bist du ja. Mir wurde von Abelmir gesagt, du hast... Die geht's gerade nicht gut? Ach ja, das stimmt schon. Es ist einfach eine verzwackte Situation, jetzt wo Yala nicht mehr da ist. Und ja, es fühlt sich an, als wäre ein Teil fort, der wichtig war. Ja, ich kann das verstehen. Also wenn du reden möchtest, ich bin auch für dich da. Dann musst du mir halt ein bisschen nebenbei helfen, weil ich den Hammer gerade zur Zeit so nicht liegen lassen kann. Aber wir können uns halt währenddessen unterhalten, wenn du möchtest. Dann, wenn du halt auch nicht klettern möchtest, dann können wir das auch gerne irgendwo im Schiff des Bauches, im Bauch des Schiffes machen. Ah, ich bin gerade noch ein bisschen durch den Wind. Wir können da gerne drüber reden. Also ich meine, ich habe ja meine Baronie auch verloren. Das ist zu süß von dir. Vielen Dank, meine Liebe. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich muss noch ein wichtiges Gespräch führen später mit einem Magier. Ja, ist vielleicht. Ja, alles gut. Mach wie du meinst. Ich wollte dir es einfach nur anbieten, dass wenn es jetzt schlecht geht, dann bin ich auch immer für dich da. Das weißt Nein, du, ne? Ich weiß. Ich komme auch auf jeden Fall darauf zurück. Ich glaube, darüber zu sprechen wird mir sehr helfen. Ja, das habe ich auch. Das sage ich auch immer. Darüber reden hilft. Ja. Dann würde ich sagen, ich komme einfach nach dem Gespräch direkt zu dir und gehe dir mit den Dingen zur Hand, was ich halt so machen kann. Und dabei erzähle ich dir dann nochmal alles. Ja, genau, mach das so. Der Klüver muss nach unten hin mit dem Klüver. Entschuldigung, Boltax, das ist gerade wichtig. In Ordnung, ich verstehe das. Er muss ja wirklich nach unten. Ja. Nun, aber ich will dich jetzt auch nicht weiter aufhalten. Wir sprechen später. Danke nochmal, meine Liebe. Ja, und dann würde ich halt wieder zurück mit Sulamin zu Abelmir in die Kajüte gehen. Und, habt ihr ihn ausfindig gemacht? Wir haben von einem Magier gehört, auf dem die Beschreibung passt. Er ist wenig überraschend in dem Gasthaus untergekommen, in dem Auswärtige hier üblicherweise übernachten. Aber wir wollten nicht alleine hingehen. Wollen wir gemeinsam gehen oder mögt ihr einen Boten schicken? Nein, wir sollten ihn aufsuchen. Komm, lass uns Rafim noch holen. Ja, ich lieg hier immer noch. Ah, ihr blutet immer noch meine Couch voll. Ja. Ihr solltet... Was sag ich? Macht, was ihr denkt. Wollt ihr denn mitkommen? Ja, warum nicht? Gut, Sulamin tritt neben dich und bietet all ihre Kraft auf, um dir auf die Beine zu helfen. Ja, aber mir, als du das blutverschmierte Sofa siehst, denkst du kurz zurück an Gareth, an Witwe Prutz. Das waren noch Zeiten. Damals gab's ja dann noch. Die guten alten Zeiten. Damals war es auch Blut. Und Schlimmeres. Nichts, was ein Sabifakta nicht wieder hinkriegt, nicht wahr, Abelmir? Nehme nicht an, dass du dich verarzten lassen möchtest, oder? Doch, ich bin immer noch stark wie ein Bär. Und mit diesen Worten würde er dann dich sich nicht hochziehen, sondern dich nehmen, sich auf das Sofa werfen und dann selber aufstehen. Ach, seht ihr?
Na gut, oh. Ich glaube es. Ja, wann kurze muss ich wieder fangen? Stark wie ein Bär. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja. Die Tür geht auf und ihr könnt sehen, wie eure Sindegewalt da reinkommt. Hat einen dampfenden Tee. So, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Hier, Rafim, ich habe schon von verschiedenen Mannschaften jetzt gehört, dass deine Wunden wieder aufgerissen sind. Trink das. Na, also sie piekt dir mit ihrem Finger. Sie piekt dir mit dem Finger in die Brust. Naja, gut. So, da ist auch keine Magie drin. Interessiert mich nicht, du trinkst das jetzt. Besinde, und vor allem Pereine und Travier, die wollen das alle. So, runter damit, ganz austrinken. Ja, meine Güte. Wenn die Frauen das sagen, musst du das machen, Rafim. Und geht dann wieder zurück. Sie wirft die Tür etwas energischer zu, als das sonst ihre Art ist. Ja, sie hat schon einen gewissen Charme, nicht wahr? Ihr habt wirklich ein Händchen für Frauen. Das möchte ich auch sagen. Nun, lasst uns ihn nicht warten. Gut. Ihr kennt den Weg zum, wie ist hier, Südwind? Einfach immer dem Klatsch nach? In der Tat, immer dem Klatsch nach. Oh, ich hasse Maraskana. Führt uns einfach dorthin. Das Leben ist schön, immer dran denken. Ah, noch mehr Garethias. Ja, die Schenke Südfeld findet ihr im Süden von der Stadt. Direkt vor der Mauer. Aber ihr solltet auf keinen Fall zu der Tavernuzak bei Sanjit und Jomold und der Manlusab, weil sie mögen Fremde nicht und ihr seid Fremdigis und Garethias. Oh, außerdem bezahlt ihr da einen heimlichen Aufschlag, aber sie mögen euch trotzdem nicht. Oh, ich habe viel Gutes über die Taverne Südwind gehört. Sie liegt im Süden der Stadt, nicht wahr? Aber da sind nur fremdländische Seeleute. So sieht es aus, das habe ich auch gehört. Ganz viele Fremdjas und Garethias, gerade jetzt, wo der Sturm nicht mehr funktioniert. Das Leben ist schön, Bruder, Schwester. Das Leben ist schön. Ja, und dann würden wir uns dorthin aufmachen. Denke, Südwind ist im Süden. Wer hätte das gedacht? Wartet. Ich würde mal zum Schiff zurückgehen. Wir haben Diamantes vergessen. Oh, das tut mir leid. Ja, das ist ja wirklich schade. Ich würde mal zum Schiff zurückgehen. Wartet ihr kurz. Er ist immer so beschäftigt. Naja, das sind gute Qualitäten für den neuen 1O, nicht wahr? Ja, natürlich. Ist richtig. Wir sollten es ihm sagen. Diamantes, kommt her. Ach, Kapitän, da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr seid ohne mich aufgebrochen. Naja, fast. Wir suchen gerade eventuell ein neues Besatzungsmitglied auf. Ja, also... Wenn wir gehen, dann freue ich mich. Lahal Kash geht mir gewaltig auf die Nerven. Ich wollte eigentlich am Skorpion weiter bauen, aber er will mir die ganze Zeit sagen, wie ich das zu machen habe. Ja, na, komm, dann kommt. Wird es euch gut tun, euch ein wenig die Füße zu vertreten. Ja, auf jeden wir Fall. Wir wollen einen Magier aufsuchen. Einen Schwarzmagier. Einen Bekannten von mir. Ja, es ist ein Brabaki. Was? Er beschwört die Ungeschaffenen. Ja, das tut er. Guck mich mal um, wie der gesprochen hat. Ja, so eine kleines Mütterchen, was sich gerade irgendwie aus dem Fenster rausgelehnt hat und euch irgendwie zuhört. Tut er das im Hinterhof des Hotels? Nein, oder? Nein, natürlich nicht. Dann würden wir ihn ja umbringen. Aber er kann es. Ja, er kann es. Aber er kann sie auch zurückschicken und das ist hier der wesentliche Teil. Er hat schon gesagt, dass er einen fliegenden Luftschlag rufen wollte, damit er durch den Sturm kommt, aber dann hätten wir ihn umgebracht. Warum redet ihr mit dieser alten Frau? Ja, diese alte Frau weiß etwas über den Mann, den wir suchen. Ich habe eher das Gefühl, sie redet mit uns, um ehrlich zu sein. Aber ja, lass uns aufbrechen. Lass uns gehen. Ja, ihr könnt auch irgendwie... Die Welt ist schön, Bruder, Schwester. Ja, ihr könnt auch hören, wie sie sich dann irgendwie durch das Fenster dann irgendwie nach draußen lehnt und dann irgendwie über den Hof rüber plärt. Sie gehen jetzt zu Schenke Südwind. Unglaublich, diese Leute. Aber sie sind immer so wunderbar gut gelaunt. Ja, ich habe es gesagt und ich sage es wieder. Manchmal lasse ich Maraskana. Ich verstehe nicht, woher sie diese positive Energie nehmen in Anbetracht. Nun ja, der Gefährlichkeit ihrer Insel. Ja. Vielleicht kann man dem Ganzen einfach nur mit positiver Energie begegnen. Ja, das wird das wohl sein.
Auf Maraskan hat man die einfach nur alle auf einen Haufen geschickt. Ich weiß nicht, ja, wie ich das, 3 Tage hier stehe. Das war eigentlich nicht das Ziel von Bastrabun, aber nun ja. Wisst ihr, auf Maraskan sollten eigentlich keine Menschen leben. Bastrabuns Ziel war es, das Echsengezücht hierher zu verbannen. Ein sehr hehres Ziel, muss ich sagen. Ja, damals lagen wir noch im Krieg mit den Echsenrassen. Ein sehr hehres Ziel, muss ich sagen. Nun ja, es war jedenfalls sicher nie geplant, dass auf dieser Insel noch Menschen leben würden, aber hier sind sie. Und es hat einen ganz besonderen Menschenschlag hervorgebracht. Aber seht mal, da vorne, könnte es das sein? Nein, das ist die Taverne Südind. Nicht Südwind, da fehlt ein W. Das kann nicht die richtige Taverne sein. Oh, das erinnert mich ein wenig an unser Schiff, aber ich möchte diesen Teil lieber vergessen. Schauen wir einmal, vielleicht fehlt nur dieser Buchstabe. Als ihr die Taverne Nutzak, die Schenke Südwind, betretet, könnt ihr erkennen, wie vor euch erst einmal eine kleine Treppe nach oben führt und dann im ganzen Raum viele Bambusröhre, Stöcker nebeneinander so liegen, dass man nicht auf dem Boden sitzen muss. Denn laut den Gerüchten, laut dem Klatsch, soll es hier wohl vor den komischen Käfern wimmeln, die dann Häuser fressen. Deswegen sind überall wohl auch Bambusstöcke und auch eben hier in der Schenke Südwind. Der Rest ist dann ausgekleidet mit kleinen Tischen, an denen man dann auf dem Fußboden sitzt. Natürlich noch einige Sitzsäcke, die dann ausgebreitet worden sind. Es riecht unglaublich süß und scharf. Und wenn ihr euch umblickt, könnt ihr tatsächlich eine ganze Menge von Händlern erkennen, aus den verschiedensten Himmelsrichtungen, die dann hier wortwörtlich gestrandet sind, in verschiedenstem Zustand, sowohl eben mit etwas wildem Rauschebart, als dann aber eben auch mit abgerissener Klamotte. Also alle wohl das gleiche Schicksal, was sie getroffen hat. Und so werden hier viele Gerüchte ausgetauscht, viele Neuigkeiten aus Aventurien, von allen Himmelsrichtungen, so sie denn befahren worden sind. Und als ihr euch dann mit dem wenigen Licht, was es hier gibt, etwas umblickt und nach dem Fremdigi, nach dem Garethia sucht, könnt ihr ihn auch erkennen. Denn mit seinem seltsamen Magierstab sticht er schon aus der Masse heraus, wie er dort sitzt, ebenso auf einem Sitzsack. Und neben ihm eine weitere Person, die auch alt wirkt. Ungefähr 50 Jahre würdet ihr den Magier schätzen. Vielleicht etwas älter, vielleicht etwas jünger, als ihr dann auf ihn zutretet. Zulamin kann ihn im schummrigen Licht doch schon erkennen. Oft hast du ihn nicht gesehen, aber schon das ein oder andere Mal. Vor euch sitzt Serpentilio de la Saar. Der hagere, vielleicht Ende 50, Anfang 60 aussehende Mann mit schlohweißem Haar erblickt euch, vor allem scheinbar Zulamin, wedelt den beißenden Tabakrauch aus seinem Gesichtsfeld und erhebt sich aus dem Sitzsack. Schreitet dann etwas umsichtig, um über niemanden zu stolpern, auf euch zu. Ah, Zulamin, hervorragend. Es tut so gut, euch zu sehen, sagt er, als er seinem Alter angemessen eine halbtiefe Verbeugung vor dir macht. Es ist viel zu lange her. Ihr sprecht mir aus der Seele, Sahib Maifritim. Sie umarmt dich und mustert dann dein Gesicht eindringlich, so als würde sie nach neuen Falten suchen. Es tut so gut, euch zu sehen. Tatsächlich, und das müssen eure Begleiter sein. Ich bin mir sicher, ihr seid Abel Meja Morenes. Aber ja. Ich hatte das Vergnügen, kürzlich erst eure Magusarbeit lesen zu dürfen. Aber gut, erst einmal genug der Vorstellungen. Ich habe dir die Freiheit genommen, den Hinterraum zu mieten. Schließlich sagt der Klatsch, dass Garethias mit einem Schlachtschiff in der Stadt gelandet sind. Ja, der Klatsch hat immer recht, nicht wahr? In der Tat scheint es so zu sein. Ich denke, es ist ihr entlang. Und wenig später sitzen, respektive stehen wir vermutlich alle in einem Hinterzimmer, das ähnlich dem Schankraum ausgestattet ist, aber nur Sitzplätze für 5 Leute hat. Die zweite Person hat sich ebenso angeschlossen, ein noch älter wirkender Herr mit einem rauschenden Backenbart und einem Zylinder oder mit einem Hut auf dem Kopf und einer Pfeife in dem Mundwinkel, der euch erstmal sehr skeptisch und finster anblickt und wohl immer so eine Art Schatten von Serpentilio darstellt.
Aber verzeiht doch, wo sind überhaupt meine Manieren? Sagt er jetzt vollmal aber mir gewandt. Ich bin Serpentilio Delazar, Magister Transformaticus et Daimologicus, zu euren Diensten. Oh, und dieser frohmütige Begleiter hier ist Senor Ortomol. Beachtet ihn nicht, er ist ein Beobachter. Buenos dias. Ein Beobachter. Für was? Für mich. Nun, wir hatten in letzter Zeit ein wenig schlechte Erfahrungen mit Beobachtern. Ist seine Anwesenheit hier wirklich vonnöten? Sie ist. Ich fürchte, da es um meinen Einstellungszustand in Zukunft geht, ist es um einiges Interesse für ihn und seine Auftraggeber. Nun. Wundert euch nicht, er würde überhaupt nicht auffallen. Gut, dann lasst mich euch zunächst noch meine übrigen Begleiter vorstellen. Abel Mirja Morenes hat ihr natürlich mühelos identifiziert. Ihr seid das Gespräch des Tages in Mirham. So. Nun, dieses Rafim Ibn Kanaba von der Alanfana Basaltfaust. Wie hätte man von euren jüngsten Erfolgen in bei den Blutspielen nicht hören können. Ja, und wir alten Bohren immer noch in allen Ehren. Das will ich doch gehofft haben. Es ist schön, einen Landsmann zu sehen. Besonders hier auf dieser abgelegenen Insel. Ja, eine wahre Freude. Nun, dies ist Diamantes, unser erster Offizier. Der Bettino scheint nichts Schleimerisches zu haben und nickt einfach nur. Lamine ist sozialkompetent und fährt gleich fort. Dies ist Boltax. Er ist ein Geode. Ganz offensichtlich. Er ist Abort Magus. Das bedeutet, ihr werdet unter mir dienen. Und dann ist es umso besser, dass ihr hier seid. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich muss gestehen, ihr seid der erste Zwerg, den ich treffe. Nun, und der beste, den ihr je treffen werdet. Und dann umso besser für uns alle. Richtig. Verzeiht, ich fürchte, es sind nicht gar genug Sitzgelegenheiten da, aber setzt euch doch trotzdem. Delazar, ihr sagtet mir nicht, dass ihr bereits eine Anstellung habt. Ich habe noch keine Anstellung. Aber es ist immer gut, in solche Treffen mit etwas Optimismus hineinzugehen, nicht wahr? Der Angroscho sagte etwas, das mich aufhorchen ließ. Nun, gemach. Eine Sache nach der anderen. Ich bin mir allerdings sicher, dass die bezaubernde Zulamin al-Shabra bereits ein wenig Vorarbeit in meinem Namen geleistet hat. Nun, ich habe sie in groben Zügen über eure Fähigkeiten in Kenntnis gesetzt. Oh je. Nun, dann ist dieser Punkt hier bereits abgehakt. Ich bin ein sehr, sagen wir, breit bewanderter Mann und bin hier, um unter euch zu dienen, Kapitän Yamorenes. Nun, das steht noch offen. Ihr sagtet, mir wurde gesagt, ihr habt in Brabak studiert und in Mirham. Nun, ich muss zugeben, ersteres gegen meinen Willen, auch wenn ich mich an meine erstmalige Heimatschule gewöhnt habe. Ich habe allerdings die Akademie unter, sagen wir, weniger als freundlichen Umständen verlassen, als man sich damals dem Sverenschender zugewandt hat. Nun, das spricht für euch. Und euch selbst hat ja Salpikon Savertin unter beider Convocatus mit offenen Armen aufgenommen. Nun ja. Dann werdet ihr sicherlich wissen, dass er ein Auge für pragmatische Männer hat. Und ihr wünscht, mit uns zu reisen? Ich wünsche, an eurer Seite gegen die Heptarchen zu kämpfen. Etwas, das unser beider Convocatus scheinbar nicht an erster Stelle auf seiner Agenda stehen hat, dieser Tage. Warum wollt ihr gegen die Heptarchen kämpfen? Der Tod ist euch sicher. Ist dies nicht offensichtlich? Ich meine, schaut euch um. Ihr habt euch die blutige See gereist, ihr werdet es bemerkt haben, und Maraskan ist ein Schatten seiner selbst, auch wenn seine selbst früher nicht viel gewesen ist. Das Ferengespüge ist empfindlich beschädigt. Und unsere schöne Welt noch gleich mit dazu, was das angeht, auch wenn sich dieser spezielle Schaden gnädigerweise auf weit entfernte Bereiche des Kontinents erstreckt. Ihnen muss Einhalt geboten werden. Zudem, wer weiß, was sonst noch passiert. Zudem hat Delazar empfindlich hohe Schulden, die er abbezahlen muss.
Zudem habe ich empfindlich hohe Schulden, die ich abbezahlen muss. Ich muss zugeben, meinen Lehrauftrag in mir mit etwas, sagen wir, Theatralik hingeworfen zu haben. So, ihr schuldet also Favertin eine Menge Geld. Vor allem dem Königshaus. Vor allem dem Königshaus, dessen ehrbarer und angestrengtester Diener ich bis vor kurzer Zeit war. Nun, und deshalb seid ihr hier, um die Rückzahlung zu überwachen. Oh nein, wollte ich mich nur um die Rückzahlung bekümmern, ich würde vermutlich in Kunchum eine Anstellung suchen oder mich freischaffend melden. Nein, ich bin hier, weil ich von euch hörte, Avelmire Morenes, dem Mann, der den traurigen und allertraurigsten Galotta zur Raison bringen konnte. Eine Meisterleistung, wenn ich dies so beurteilen darf. Nun, ich war dies nicht alleine. Aber gut. Nun, eine Schande drum, dass Gaius dann tatsächlich den Weg in die nächste Sphäre angetreten hat, aber erwartbar, erwartbar. Avelmire, würfel mal eine Magiekundeprobe. Okay. Eine Spezialisierung erlaubt, oder? Ja, was hast du denn anzubieten? Dämonologie, ne? Zum Beispiel. Ja, nehme ich.